Hallöchen, ihr Sepplinge, willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, wie ihr seht, habe ich mich mal wieder für die Diamanten entschieden. Es ist einfach, meiner Meinung nach, einfach sinnvoller, da es schwieriger ist, daran zu kommen, als an das Futter, was man sich stattdessen aussuchen könnte. Oder auch an Münzen. So, natürlich ist es sinnvoll, als wenn man jetzt gerade auf irgendwas hinspart und einem fehlt noch genau dieser Betrag an Münzen, dann sollte man natürlich die Münzen nehmen. Das ist dann ja eigentlich sinnvoller. So, oh, die neue Jagdsaison, okay. Okay. So, Stallbursche war ich wieder und gezüchtet habt ihr auch wieder. Ich wünschte, ich könnte euch ein bisschen was von meinem Geld abgeben, weil ich habe jetzt gerade eben die 8 Millionen geknackt und ja. Ich habe da schon echt ein schlechtes Gewissen wegen. Weil ich da so viel habe. Aber ich kann es ja auch nicht ändern. Dass ich hier nichts abgeben kann. Das ist. Ich finde das ja selber immer schade eigentlich. Dass ja so der Aspekt des Handels in dem Spiel fehlt. Müssen wir wirklich mal vorschlagen dem Team. Vielleicht würde das ja was. Das wäre bestimmt nicht schlecht. So, Apfelbäumchen. Zup. Ja, und bislang, ich hatte es ja schon mal gesagt, ging das Team ja einmal sehr, sehr gut auf die Wünsche ein. Und apropos auf die Wünsche ein und ich wollte nochmal was loswerden zu dem Video von vorgestern. Ich bin überwältigt, wie viele positive Kommentare darauf gekommen sind. Auch die Person selbst hat sich nochmal darauf gemeldet, ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, und hat nochmal geschrieben, dass es gar nicht so bewusst gemeint war, wie es dann halt geschrieben war oder rübergekommen ist, dass sich da gar nicht so viele Gedanken im Vorfeld drüber gemacht wurden. Es ist auch in Ordnung, also ich jetzt doch auch nochmal an diese Person gerichtet, ich bin nicht böse, ich war einfach in dem Augenblick geschockt, sowas zu lesen und einfach traurig darüber, aber es ist in Ordnung. Ich bin hier niemandem böse. Ich wollte mich nur einfach mal bedanken über diese vielen, vielen lieben, netten Kommentare und über den ganzen Zuspruch. Da ist mir erstmal wieder bewusst geworden, was für eine riesengroße, tolle Community ihr seid und wie stark wir doch eigentlich zusammenhalten alle. Das bewegt einen dann schon, muss ich sagen. So. Janosch schicke ich direkt wieder trainieren. San Diego auch, denn ich habe definitiv nicht so viele Riegel. Ramiro kann auch direkt trainieren. Ich züchte ihr heute noch nicht. Wohl, aber gucken wir direkt mal wieder in die Oase rein. So. Zip. Es haben ja ganz viele geschrieben, verkauf der Criollo nicht, das ist eine Stute. Ich muss mal schauen, wenn ich sie nicht verkaufe, dann werde ich Wizard verkaufen. Weil zwei Criollos brauche ich einfach nicht. So, Regia hat Level 15 erreicht. Ich würde sagen, wir hoffen, dass sie uns noch ein paar Diamanten schenkt. Sie schenkt uns Futter, ist auch in Ordnung. Und dann muss sie sich jetzt auch verabschieden. Aiko ist auch Level 14 geworden. Also Aiko hat auch nicht einmal irgendwie die Chance auf weitere Fähigkeiten bekommen. Aber naja, gut. Es ist eben Glück dabei. Auch hier bekommen wir das Futter. Zack, so, jetzt muss ich mal schauen. Also Regia. Wie gesagt, Regia wird sich jetzt einfach verabschieden. Da ich hier nur aufgrund der Diamantenzüchtung, ich meine, 51 Diamanten, die nimmt man doch schon mal gerne. Ich will ja gerne die Oase mal aufwerten, beziehungsweise vor allen Dingen auch mir mal Sachen aus dem Shop holen können. Aus dem Shop was kaufen können und auch mal Deko kaufen können für die Farm. Da brauche ich ja überall, fast überall Diamanten für. Und dafür verkaufe ich die Pferde dann auch wieder. Ah, Lolita! So, Lolita muss auch weiter trainieren. Und Aiko? Ja, ist jetzt auch auf den letzten Levelmetern quasi. So,
Damit sind wir hier in der Oase auch schon durch. Wie viele Diamanten haben wir jetzt? Gucken wir gleich mal. Bin ich mal gespannt. Wir haben 277 Diamanten. Ja, es geht auch in die richtige Richtung. So. Ab nochmal Antenne. Dann schauen wir da noch nach dem Rechten. Und dann kommen schon wieder die Besucher dran. So. Wir schnappen uns ja natürlich erstmal wieder die Münzen. Zup. So. Jetzt müssen wir noch eigentlich genug rotes Futter haben, um Wizard zu... Ja, genau. Wir haben noch eben welches bekommen hier. 2, 1 und fertig gemampft. Wie viel gibt das jetzt an Erfahrungspunkten? Boah, 254. Das ist natürlich auch wieder ein netter Wert. Grünes Futter für Peach haben wir nicht genug. Ich würde sagen, Peach können wir ja eigentlich schon mal auf die Weide entlassen für heute. Okay, wegen dem Platz, da muss ich mal was anders gucken. Wir sammeln jetzt hier erstmal die Weide ab, damit Peach nicht hier durch die Pferdeäppel der Vorgängerpferde hier auf der Weide warten muss. So. Und einen Diamant haben wir noch geschenkt bekommen. Ja, cool. Also. Das Stütchen sollte ich behalten, haben sie geschrieben. Problem ist, ich habe absolut keinen Platz mehr. Wir müssen mal schauen, wie transportieren wir dann mal woanders hin? Ja, dann würde ich sagen, dann bringen wir so. Dann wird Sandro bei uns verlassen und nach Deauville abtransportiert werden. Dann haben wir hier Platz für die kleine Sarah. Wie nennen wir sie denn mal? Ich will sie ja gerne anders nennen. Ich wurde jetzt schon mal gefragt, ob ich ein Pferd nicht mehr Sophie nennen kann. Deswegen heißt die Kleine jetzt einfach mal so. Oh Gott, haben wir genug Gras? Ja. Ich würde die Kleine jetzt gerne noch so weit trainieren, dass wir hier mit ihr züchten können, diese Folge. Das wäre ein Träumchen, wenn das klappen würde. Boah, schon wieder Gras. Aber nicht so, nicht wenn du jedes Mal nur 3 Erfahrungspunkte bekommst. Dann können wir uns das mit Level 5 abschminken. So. Aha. Müsli. Das sieht doch schon eher nach was aus. Hier seid mal ein bisschen dekadenter. Ich habe kaum noch was für den normalen Standardfutter. Ich habe viel mehr von dem anderen Zeug. Ja, Level 3. Okay, 2 Level to go. Das schaffen wir doch. Das schaffen wir irgendwie. Oh, nee, nee, schon wieder Gras. Oh, du dummes Pferd. Jetzt frisst doch mal was anderes als Gras. Ausmisten hier. Bringt auch nicht viel und kostet uns Geld. Aber egal. So, zupp. 8 Erfahrungspunkte. Gucke mal da. Getreide schon eher. Aber ich glaube, da haben wir nichts mehr von. Dann sammle ich die beiden hier mal ein, in der Hoffnung, dass es reicht. Die beiden Ponylines, die kann ich schon mal ans Trainieren schicken. So. Da gehen wir wieder rein. Boah, das ist gerade so fies. Kennt ihr das? Wenn ihr euch auf irgendwas konzentriert. Boah, ist das fies gerade.
und euch zucken im Ganzen, euch kribbeln die Nerven so im Rücken. Ich finde das ganz schlimm, weil das lenkt mich dann immer so ab. Ich glaube auch, dass ich jetzt deswegen dann lieber hier züchte mit... Nee, warte, nach Heiko müssen wir. Dann haben wir zwar wieder das Elite. So, aber dann machen wir das andere. Machen wir dann wann anders. So. Game over. Wir versuchen mal wieder unser Glück. Mist, das ist abgeschmiert. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. So, weiter geht's. Und ich habe mir gerade schon mal jemanden rausgesucht zum Besuchen, bevor wir gleich weiter züchten. Und zwar ist das heute die Sarah. Wir sind gerade erstmal in in Montana. Da haben wir schon die maximale Anzahl der Felder, jede Menge Futterindustrie. Aber auch schon Level 27. Meine Herren, Respekt. So, und jetzt wollen wir doch mal gucken, wen wir hier so alles rumstehen haben. So, der Reihe nach. Hier haben wir einen American Indian, das ist der Alonso. Weiter geht's mit einem Friesen, die Fansita. Dann haben wir hier ein Araberleinchen, das ist die Ariel. Dann haben wir einen ein Holstein, ist das, haben wir Eiko. Das ist der Hanky. Weiter geht's, ist ein Andalusier, genau. Adonis. Dann haben wir hier noch ein Hackney, das ist die Hekia. Coole Namen, außergewöhnliche Namen. Mir gefällt es hier bei dir, auch wenn noch nicht so viel drumherum ist, von Deko oder sowas. Aber es macht ja nichts. Es ist ja überhaupt kein Ding. So, Deauville. Ich finde die Idee klasse, hier so eine richtige Apfelallee rauszumachen. Bei mir ist es zwar auch eine Allee, aber die steht halt weiter auseinander. Finde ich gut, gefällt mir. Auch von den Bäckereien hast du schon sehr, sehr viele. Da bin ich übrigens auch schon angesprochen worden. Hey, du kannst auch noch mehr Bäckereien machen. Ich brauche einfach momentan nicht mehr. Deswegen habe ich noch nicht mehr gebaut. Das ist die einzige Erklärung dafür. So, wen haben wir denn hier? Wir haben ein niederländisches Warmblut. Das ist die Dalva. Dann ein Tennessee Walker, der Takey. Dann noch ein Rocky Mountain, das ist die Rachia. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und noch ein Rocky Mountain, und zwar ist das der Rachinki. Sehr süß. Ja, gefällt mir bei dir. War schön, mal hier Gast sein zu dürfen. Ich habe es mir schon auf dem Blog aufgeschrieben. Und jetzt gucken wir wieder zurück zu mir, denn... Ich habe jetzt eben noch ein kleines bisschen hier weitergefüttert, nachdem es abgestürzt ist, weil ich mir gedacht habe, hey, dann können wir vielleicht tatsächlich noch mit Sophie züchten. Ja. Bist du noch die letzten Punkte bekommen? Guck mal da, es fehlen nur 3 Punkte. Ich hoffe, wir haben noch genug fürs blaue Futter, ansonsten kaufe ich es einfach. Wir müssen jetzt nur noch ein bisschen warten. Können wir hier draußen vielleicht noch so lange was machen? Hä? Ernsthaft? Das Züchten ist durchgegangen? Im Off eben? Na, das ist ja ärgerlich. Ja, jetzt haben wir noch ein weibliches KPWN. Auch gut. Ja, da können wir heute gar nicht mehr züchten. Dann ist ja hier die Zuchtbox schon besetzt. Müssen wir uns mit zufrieden geben. Trotzdem möchte ich die Kleine hier noch auf Level 5 trainieren, weil dann können wir einfach morgen den Zuchtversuch starten. Ja, schade. Das ist jetzt natürlich gerade ein bisschen ärgerlich, da wir nichts davon mitbekommen haben von dem Zuchtversuch, sondern einfach nur gesehen haben, wie sie das Spiel verabschiedet hat. Aber that's life, das kann passieren. So. Da ist sie auch schon Level 5, die Kleine. Kann ja sein, dass sie dunkler blaue Augen hat. Schick auf jeden Fall. So. Apropos schick, die schicken wir jetzt auch noch auf die Weide zum Trainieren. Und von euch verabschiede ich mich dann für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Und ja, dann bis morgen zum nächsten Löwenzuchtversuch. Dann hoffentlich ohne abschmierendes Horsehaven. Also ihr Lieben, bis dann. Tschüss.